waren ganz spezielle Momente, die wird man nie so vergessen. Und dann saßen wir wieder mit unser Bierchen in der Hand und haben uns nur angeguckt. Das, was wir hier getrieben haben, war einfach nur unglaublich. Und es ist einfach schön, dabei gewesen zu sein. Und das wird uns auch immer verbinden. Und das ist das Schöne auch an der ganzen Reise, die wir da durchlebt haben, die Wochen. Gibt es denn irgendeinen ganz speziellen Moment, den ihr nie vergessen werdet, der euch immer verbindet, was in Pyeongchang passiert ist? Ich glaube, es war der Moment, als wir wirklich die Medaille klar gemacht haben im Halbfinale gegen Kanada und als wir da in die Kabine zurückgekommen sind. Das war so ein Moment, wo uns wirklich klar war, was wir erreicht haben. Da hat jeder realisiert, dass wir noch zu größeren imstande sind. Aber für mich gab es ganz viele Momente während der Zeit. Zum Beispiel, wir hatten einen Moment auf dem Zimmer. Da waren wir mit dem Seidi, der Kinki, der Blachti und ich haben unser Bierchen abends getrunken und haben so ein bisschen rumgealbert und haben gesagt, stellt euch mal vor, wenn wir tatsächlich eine Medaille mitnehmen würden. Weil wir halt eben die anderen Sportarten gesehen haben, wie die eben schon die Medaillen überreicht bekommen haben über die ersten Tage. Und wir haben nur gedacht, es muss ja so ein unglaubliches Gefühl sein. Und dann irgendwie zwei Wochen später hast du durch das Spiel eine Medaille gesichert. Und dann saßen wir wieder am Abend in unserer Wohnung da oben drin und haben uns einen Ast abgefroren und unser Bierchen in der Hand und haben uns nur angeguckt. Das, was wir hier getrieben haben, war einfach nur unglaublich. Und ja, es sind ganz viele Momente, glaube ich, die wunderschön waren in der Zeit. Ich glaube, eine Szene war, da hat der Mo Marco den Eimer über den Kopf geschüttet, der hat die Tür zugeknallt vor Freude, einen Schrei losgelassen, zum Teil saßen die Jungs mit Tränen in den Augen da, also es waren ganz spezielle Momente und die wird man nie so vergessen und es ist einfach schön, die erlebt zu haben, dabei gewesen zu sein und die brennen sich, glaube ich, wirklich ins Gehirn und das wird uns auch immer verbinden und das ist das Schöne auch an der ganzen Reise, die wir da durchlebt haben, die Wochen. Wirklich schon wieder krasse 3 Jahre her, das Ganze. Jetzt rückblickend, habt ihr das schon so richtig, auch das klingt zwar echt blöd, aber so richtig realisieren können? Der Alltag ist halt extrem schnell wieder eingetreten. Klar, bist du dir bewusst, dass du eine Silbermedaille gewonnen hast, aber als Sportler hast du ja immer den Drang nach mehr und nach der nächsten Aufgabe und von daher glaube ich, dass du das ganz genießen kannst, sobald du dann letztendlich die Schlittschuhe an den Nagel gehängt hast. Ich glaube, dann kommt erst die Reflexion über die Jahre, was du als Athlet geschafft hast. Ja, guter Punkt. Ich glaube, das kommt tatsächlich wirklich mit dem Karriereende, wenn man reflektiert, was alles so passiert ist in einer langen Karriere.